Herzlich willkommen zurück. Hey, du. Wer, ich? Ja, du. Komm her. Ich wollte doch jetzt einen Cut machen, bevor ich mit dir spreche. Jetzt quatscht die mich hier an. Was machst du da? Ich finde mein inneres Selbst. Was? Hier in aller Öffentlichkeit? Ich spüre einen Zustand der Unausgewogenheit in dir. Du hast Schmerzen. Habe ich recht? Nur im Kopf. Nein, nicht wirklich. Versuche niemals, dich zu verstellen, weil du Angst hast vor dem, was kommt. Meditation wird dir helfen, deine innere Ausgewogenheit wiederzufinden. Komm her. Höre die Weisheiten von Meister Deepak Shakur. Nimm die Kassette. Setz dich. Okay, wenn es hilft, dich loszuwerden. Schließe die Augen und hör auf meine Stimme. Konzentriere dich auf deine Atmung. Der soll doch nicht mit der Kassette reden. Okay, ich konzentriere mich auf meine Atmung. Hey, das ist ja total einfach. Entspanne alle Teile deines Körpers, einen nach dem anderen. Zehen, Füße, Beine, Arme. Mach deinen Kopf frei von allen Gedanken. Warum? Mein Kopf ist immer frei von Gedanken. Konzentriere dich auf deine Atmung. Okay. Ich konzentriere mich auf meine Atmung. Hey, das ist ja total einfach. Entspanne alle Teile deines Körpers. Einen nach dem anderen. Okay, also ich schätze, wir sollen wirklich diesen Zustand hier kriegen, ne? Zehen. Füße. Beine, Arme. Mach deinen Kopf frei von allen Gedanken. Kopf frei machen. Kopf frei machen. Kopf frei machen. Ich hab's geschafft. Mein Kopf ist total frei. Verdammt. Jetzt denke ich darüber nach, wie frei mein Kopf ist. Konzentriere dich auf deine Atmung. Ja, die Menschen sind halt nicht dafür gemacht, dass sie nicht denken, ne? Okay. Ich konzentriere mich auf meine Atmung. Hey, das ist ja total einfach. Entspanne alle Teile deines Körpers. Einen nach dem anderen. Zehen. Füße. Beine. Arme. Fühle, wie der Druck von dir entschwindet. Ich bin mir sicher, das wird den Virus aufhalten. Der Druck entschwindet. Entschwindet. Entschwinde Druck! Wiederhole dein Mantra. Gleich muss der aufs Klo oder sowas. Was soll das, ein Mantra, genau? Disco-Scheiße. sagen wir mal. Also ich versuche ja in diesen Zustand jetzt zu kommen. Das klingt ja schrecklich, das würde ich gerne klicken, aber ich glaube, da müssen wir wieder von vorne anfangen. Die Welt entgleitet mir. Komm schon, entgleite endlich. Fühle, wie der Druck von dir entschwindet. Der Druck entschwindet. Entschwindet. Entschwinde Druck! Wiederhole dein Mantra. Spüre Liebe. Helliwell, Ich liebe die Stimme von diesen Irren nicht so. Helliwell. Nein, dumm. Sei ganz du selbst.
Ich bin Harper. Ich bin Harper Pendril. Finde Frieden. Mein Arsch tut weh. ja, zu Hause ist ja jetzt nicht wirklich Frieden, weil er hat ja jetzt kein Zuhause mehr. Frieden, Blumen, John Lennon, Woodstock. Spüre Liebe. Halliwell. Nein, dumm. Sei ganz du selbst. Ich bin Harper Pendril. Finde Frieden. Soll ich vielleicht doch zu Hause machen? Zu Hause. Spüre Liebe. Halliwell. Nein, dumm. Sei ganz du selbst. Ich bin Harper Pendril. Finde Frieden. Zu Hause. Vielen, vielen Dank, Rupert. Mama? Er hatte eine heftige allergische Reaktion, aber die Sache ist jetzt im Griff. Professor? Ich habe ihm etwas gegeben, dass er ein bisschen schlafen kann. Du solltest auch nach Hause gehen und dich ausruhen. Gott sei Dank hast du ihn rechtzeitig gefunden. Natürlich, ruh dich aus. Ich bleib hier bei ihm. Ich rufe die RHC an und sage Bescheid, dass ich morgen nicht zur Arbeit komme. RHC? Oh, Rupert, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Warte! Mama! Mama? McBride hat für die RHC gearbeitet. Wow, was war das? Eine Erinnerung? Ein Traum? Hey! Mein ganzes Zeug ist weg! Hilfe! Ich wurde bestohlen! Ach, verdammte Scheiße! Ich hab's doch gewusst. Naja, wenigstens haben sie die Karte da gelassen. Hey, die kenne ich doch. Das ist das Mädchen aus dem Tagebuch. Amber Smith. Okay. Ja. Gut, unsere Sachen sind weg. Was sollen wir jetzt hier machen? Ich hab keine Ahnung. Achso, der Baum? Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Wie viel Toilettenpapier mussten sie wohl schon von diesem Baum angeln? Ein Baum? In der Stadt? Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ja, nee, ist klar. Eolos Ökotech ist eine Tochtergesellschaft von Petronica Öl und Gas. Das hat man, glaube ich, schon, ne? Okay. Die PNU-Studenten sind zu klug, um Münzen in den Brunnen zu werfen. Sicher? Nee, ist voll mit Münzen. Das war mir so klar, wenn er schon da rumgeht. Jetzt, wo ich wieder am Campus bin, kommen alte Erinnerungen hoch. Immer dieses Gefühl, dass alle anderen mehr auf dem Kasten hatten als ich. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Ich wollte eh kein Ingenieur werden. Die 3 Wochen, die ich hier studiert habe, waren die schlimmsten meines Lebens. Naja, bis vor kurzem. 3 Wochen. Hallo, Professor. Harper, wie geht es dir? Alles in Ordnung. Gut. Schön, dass du wieder bei uns bist. Hatte ich wirklich das Yelltown-Fieber? Ich warte noch auf dein Blutbild. Aber wie gesagt, momentan weist du keins der Symptome auf. Aber dieser Mann im Anzug meinte, es wäre das Fieber. Nun ja, vielleicht ist es möglich, dass dein Immunsystem es abgewehrt hat oder irgendetwas anderes verhindert hat, dass du krank wirst. So oder so. In jedem Fall sehr interessant. Ich dachte, das Yelltown-Fieber bringt jeden um, der sich damit infiziert. Ja, so war es bisher. Wenn du wirklich das Fieber hattest und überlebt hast, wer weiß, was das heißen könnte. Ich wollte gerade sagen, von wegen, ja, nicht Patient Null, aber, na, ihr wisst schon. Professor, was ist da in Yelltown passiert? Irgendein Fanatiker muss bei der RHC die Fäden in der Hand halten. Das ist die einzige Erklärung. Warum würde jemand so viele Menschen töten wollen? Das ist genau die Frage, die wir uns stellen müssen, mein Junge. Ja, es gibt leider immer so Bekloppte. Die RHC sollte den Menschen doch helfen.
Ich weiß. Vermutlich arbeiten sie gar nicht wirklich an dem Impfstoff. Das macht meine Forschung noch wichtiger. Wenn du das Fieber wirklich überlebt hast, dann könnte das vielleicht der Hinweis sein, nach dem wir gesucht haben. Also eins kann ich euch auf jeden Fall versprechen, dass sie den Impfstoff definitiv schon haben. Weil wenn das so alles ist, wie ich mir das vorstelle, und das ist ja schon hier und da schon mal nachgewiesen worden, dass das halt Realität leider auch ist, dann ist dieser Feldzug oder wie sie das genannt haben, das ist ja nur der Versuch, das Ganze nach außen zu bringen und zu ja, vervielfältigen, ne, durch die Leute selber, also sprich die Leute zu infizieren. Aber dann haben sie A, den Virus schon, den sie vielleicht sogar irgendwo im Labor gezüchtet haben. Ist ja problemlos möglich heutzutage. Und B, haben sie dann unter Garantie auch den Impfstoff schon, weil niemand so blöd wäre, experimentell ein Virus freizusetzen, um damit zu experimentieren, halt an Menschen oder vielleicht auch an Tieren oder so, wenn er nicht den Impfstoff hätte. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine, weil es könnte ja trotzdem über Umwege sein, dass man selber infiziert wird und dann will man natürlich was in der Hinterhand haben. Ich habe Angst, Professor. Ich weiß, Harper. Bleib stark. Die Leute wissen es zwar noch nicht, aber sie sind darauf angewiesen, dass wir ihnen helfen. Du hast deinen Mut in Yelltown bewiesen. Du wirst die Leute auch jetzt nicht im Stich lassen. Der hört sich ja sehr überzeugt an. Ist es wahr, dass Sie für die RHC gearbeitet haben? Aber ja. Erinnerst du dich nicht? Nein. Nun, du warst wahrscheinlich noch zu klein. Ich habe gegen Ende meiner Promotion für die RHC gearbeitet. Aber ich hatte nichts mit ihnen zu tun seit... Das müssen jetzt 25 Jahre sein. Warum haben Sie die RHC verlassen? Du weißt doch, wie sowas passiert, Harper. Man lebt sein Leben weiter, ständig werden Leute entlassen. Ich hatte sowieso genug in der Uni zu tun. Haben Sie noch Freunde bei der RHC? In den letzten 25 Jahren hatte ich keinerlei Kontakt mit der RHC, bis zu dem Angriff auf Yelltown. Es ist wirklich kaum zu glauben. Kennen Sie Patrick Rancho? Ich habe ihn nie richtig kennengelernt. Er ist zur Zeit der Fusion aufgetaucht. Wenig später wurde der zum Chef der Firma. Irgendeine Idee, was Rancho vorhaben könnte? Ich widme mein Leben dem Kampf gegen Krankheiten, Harper. Vergiss das nicht. Denkst du, mir gefällt, wie medizinische Wissenschaft hier pervertiert wird? Nein, ich... Von Leuten, für die ich mal gearbeitet habe? So meinte ich das nicht, Professor. Entschuldigung. Verstehen Sie sich gut mit Halliwell? Wir haben uns beide zu Tode gesorgt, als du fort warst. Jane ist ein nettes Mädchen, aber sie stellt viele Fragen. Wirklich? Mir nicht. Nicht? Dann steht sie wohl auf mich. Professor! Bis später. Mach's gut, Harper. Okay. Ein Schaubild des menschlichen Gehirns. So viele Lappen. Der Behandlungstisch sieht nicht gerade bequem aus. Die sind leider nie bequem. Ich hätte schon Lust, das Multitool mal auf die ganzen Geräte des Professors loszulassen. Mal rauszufinden, wie die alle funktionieren. Aber ich werde es nicht tun. Ich wollte gerade sagen, schau dir doch einfach meine Anleitung im Internet an. Wenn ich so aussehen würde, würde ich auch zum Arzt gehen. Was? Der meint aber hier das Plakat, oder? Sieh dir das Mikroskop an. Damit könnte man jemanden bewusstlos schlagen. Harper, das ist ein sensibles wissenschaftliches Instrument. Und es wiegt 13 Kilo. Natürlich könntest du damit jemanden bewusstlos schlagen. Ich glaube, unser Hund hat damals, boah, ich weiß gar nicht, auch so 15 Kilo oder sowas, glaube ich, gewogen, meine ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also es war ein Boxer. Hier war aber ansonsten nichts mehr. Also müssen wir erstmal wieder zurück. Universität, Hafen waren wir. Ja, jetzt ist nur die Frage. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Also Moment, hier kommen wir erstmal wieder zurück, ne? Mit ihr haben wir ja die ganze Chose da gesprochen. Hatten wir hier auch wirklich jedes Plakat angeguckt? Guter Toner lässt die Herzen der Leute bei Vision Laser Printing wirklich höher schlagen. Fotoladen? Da sind nämlich zwei Dinger, das irritiert hier. Was für ein schickes Ladenlokal. Wie sauber es da drinnen aussieht. Der Typ muss jede Ecke mit seiner Elektrozahnbürste geputzt haben. Boah. Ist beides Tür? Sieht geschlossen aus.
aber ich sehe jemanden da drin. Hallo? Sorry, Bro. Wir haben geschlossen. Alter! Was ist das? Wieso ist der Laden geschlossen? Schau dich um, Kumpel. Die Stadt ist tot dank dieser Seuche. Ich bekomme nicht mal mehr Warenlieferungen. Sie halten im Moment so ziemlich jede Lieferung nach Port Nicola auf. Ich würde mir die Haare ausraufen, wenn sie nicht so schick wären. Naja, von seinem Bart kann er ja nicht sprechen. Warum werden die Lieferungen nach Port Nicola blockiert? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, sie glauben, dass das Fieber so nach Yaletown kam. Das ist nicht richtig. Das Fieber kam nicht per Versandauftrag. Wie auch immer. Nur das absolut Notwendige kommt durch. Alles andere wird überprüft und überprüft. Und irgendein Sesselfurzer hat entschieden, dass klassisches Fotoequipment keine absolute Notwendigkeit ist. Was? Bis später. Hau rein, Bro. Naja, ich sag's mal so. Wenn ihr verhindern wollen würdet, dass irgendwas, was man nicht wissen soll, an die Öffentlichkeit kommt, dann würdet ihr ja mitunter gerade so Sachen wie Sachen für die Fotografie oder vielleicht auch das Internet und so weiter erstmal kappen, würde ich sagen. Ne? Achso, die Vermissten ans... Stimmt, unsere Sachen sind ja weg. Ah, hatte ich nicht noch einen Kaffee eigentlich? Oder wollten wir einen Kaffee haben? Ich bin mir nicht sicher. Mit ihm können wir... Wie läuft's, alter Mann? Naja, die NSA hat mich noch nicht gekriegt. Schwacher Trost, hä? Okay, mehr sagt er jetzt hier auch nicht. Restaurant. Das sieht nett aus. Diese gestreifte Markise macht sich wirklich gut. Haben wir denn... Aber ich glaube, hier bei ihr zu Hause haben wir nichts vergessen, oder? Da haben wir doch soweit alles mitgenommen. Weil gerade jetzt, wo die Sachen weg sind, ist das natürlich... Was für ein nobler und altmodischer Plattenspieler. Der Umwandeln in MP3-Knopf ist aus Elfenbein oder so. Ich glaube nicht, dass ich jetzt Lust auf eine Radtour hätte. Nach dieser ganzen Zeit im Bett fühlen sich meine Beine an wie Reisnudeln. Ja, aber irgendwas müssen wir doch noch machen können. Was für ein schmaler Kleiderschrank. Er muss voller Schals und Halstücher sein. Halliwell hat einen von diesen Futons, die den Rücken total malträtieren. Ich vermisse meine muffige alte Matratze in Yaletown. Halliwells Zeitungsausschnitte machen das Zimmer nicht gerade dunkler. Sie sollte versuchen, das Fenster komplett mit Pappe zu bekleben. Ich habe das Rotlicht rausgenommen. Ja. Macht's gut, ihr kleinen Prostituierten. Gehabt euch wohl. Alter. Hey, Halliwell. Hey, Harp. Ich wurde bestohlen. Was? Von wem? Von so einer Hippie-Trickbetrügerin. Du bist jetzt in der Großstadt, Harper. Du musst vorsichtiger sein. Ja, super. Mehr kann ich dazu nicht sagen, oder was? Ich glaube, ich habe die Adresse des geheimen RHC-Lagerhauses. Sehr gut. Ich wusste doch, dass du klüger bist, als du aussiehst. Das Gebäude ist ganz in der Nähe. Schau mal hier. Okay, lass uns mal nachschauen. Also, ich habe die Adresse bei Orwell.com in die App zur freundlichen Straßenüberwachung eingegeben. Tut mir leid, Harper. Keine Spur von dem Lagerhaus. Mist, tut mir leid. Ich suche weiter. Meint sie etwa... ...Earth? Würde mich jetzt nicht wundern. Moment, das war doch das Badezimmer, ne? Ach, Moment. Haben wir ja auch schon geguckt? Da ist aber nichts... drin? Doch. Backpulver. Oh, okay. Halliwell hat eine Menge Geschirr. Sie lädt hier sicher gern mal zum perfekten Dinner. heißt diese Fernsehshow nicht das perfekte Dinner? Ich glaube auf... Ist das da oben ein Kochsieb? Was ist so falsch daran, die Nudeln direkt aus dem Wasser zu essen? Gut, aus dem Wasser essen würde ich sie nicht, aber ich benutze auch nicht immer ein Sieb mittlerweile. So, Backpulver. Geht nicht? Ann Jennings aluminiumfreies Backpulver. Och, eine kleine Aluminiumnote im Backpulver kann dem Geschmack doch nicht schaden. Backpulver.
war. Kann man das irgendwie... Ach, Duschkabine, Waschbecken. Kann man das irgendwie benutzen zur Entwicklung? Oder ich was? Glaube nicht, dass ich das tun kann. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Vermisstenanzeige. Ava Smith vermisst. Ach so, das ist die Karte. Gehen wir nochmal zum Hafen. Ach, nee. Hey, du! Kenn ich dich. Du hast mich bestohlen. Was? Du bist verrückt. Hau ab. Dieser Meditationsmist war reiner Betrug. Rede nicht so über Meister Deepak Shakur. Ich will mein Zeug zurück. Sofort. Verpiss dich. Dann rufe ich wohl besser die Polizei, was? Ach komm, Mann, ich hab dir einen Gefallen getan. Besitztümer laugen nur die Energie unserer Seele aus. Gib mir sofort mein Multitool zurück. Oh Mann, okay, okay. Dein Scheiß ist da in der Schachtel. Das wurde auch Zeit. Deine Chakren sind echt total am Arsch, Kumpel. Niemand klaut dem guten Harper sein Multitool. Ich frage mich, welche exotischen Tiere sie wohl in diesen Dingern verschifft haben. Entschuldigung. Was? Und jetzt voll nett. Nee, ist klar. Wie läuft das Geschäft mit der Trickbetrügerei? War schon mal besser. Wie läuft das Geschäft mit der Heulsuserei? Hey! War nie besser. Dein Deepak Shakur-Unsinn hat wirklich funktioniert. Es hat irgendeine Art von Erinnerung freigeschaltet oder so. Und ich dachte, es wäre totaler Bullshit. Siehst du, ich wusste doch, es würde helfen. Also bitte. Du wolltest mich doch nur beklauen. Ein fairer Preis für spirituelles Gleichgewicht. Naja, ich halte mich lieber von dir fern. Yep. Okay, da haben wir doch noch die Chance, irgendwie ein bisschen weiterzukommen vielleicht. Die Frage ist nur, wie kommen wir? Wir können ja noch zum Hafen, aber da haben wir keine... Achso, halt, was haben wir jetzt eigentlich alles? Im Hafen haben wir aber keine Karte für gehabt, ne? Aquaflyer, Orange. Ach, siehst? Ach, hier hatten wir den Kaffee. Ja, genau. Das war die normale Glühbirne, aber wir haben keinen Ausweis. Was mit dir? Hey, Leroy. Hey, Kumpel. Vermisst du den alten Schrottplatz immer noch? Ich bin fertig zum Abreisen. Ich habe meinen Hafenpass und alles. Nur mein Herz habe ich auf dem Schrottplatz in Yeltown gelassen. Du bist ein Poet, Leroy. Ich muss los. Mach's gut, Kumpel. Ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, der weiß, dass er zum Hafen rein muss. Aber ich krieg von ihm diese Scheißkarte nicht. Hey, was ist das denn? Was ist denn Aquila? Ach so, das hatten wir vorher gar nicht, oder wie? Müde, ruhelos, wütend, du bist nicht allein. Der menschliche Geist vermag viel mehr als der weltbeste und ausgeklügelste Computer. Der menschliche Körper ist stärker und anpassungsfähiger als die fortschrittlichsten Maschinen. Du, die Person, die diesen Flyer in der Hand hat, repräsentiert den Höhepunkt der Evolution auf diesem Planeten. Warum fühlst du dich kraftlos? Wir fühlen uns alle auch mal etwas kraftlos. Kraftlos, gehetzt, geschwächt. Aber das ist nicht dein wahres Ich. Aquila kann dich zu deinem wirklichen, kraftstrotzenden Ich führen. Die Menschen kommen aus den unterschiedlichsten Gründen zu Aquila. Manche sind Studenten, andere sind erfolgreiche Geschäftsleute. Manche müssen sich von Abhängigkeiten von bestimmten Substanzen erholen. Egal, warum du selbst wieder die Kontrolle zurückbekommen willst, Aquila kann dir beibringen, wie du mit der Welt um dich herum klarkommst. Bist du bereit, deinen Geist zu öffnen und dein eigenes Potenzial zu entdecken? Sag deiner Aquila-Kontaktperson, dass du soweit bist, mit dem Leben anzufangen. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Sagt er jetzt auch nichts mehr zu. USB-Stick. Backpulver. Achso, das war das von ihr, genau. Das war das mit Passwort Adler. Das bringt mir jetzt nichts mehr.
Wobei wir die anscheinend ja auch noch suchen müssen oder irgendwie noch finden müssen. Das ist nicht richtig. Ich dachte jetzt nur gerade. Na gut, ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir da... Ich denke mal, dass wir irgendwas davon wahrscheinlich benutzen müssen, um die Fotos zu entwickeln. Aber was? Entschuldigung. Was darf sein? Ich schau mal wieder ab. Wiedersehen. Ja, das war doch ein nettes, kurzes Gespräch. Kein Thema. Diese Kaffeetassen stammen von der Öko-Keramik GmbH und CO2 KG. Huch. Branchenkenner, interessiere dich für die lokale Wirtschaft. Hä? Das haben wir doch schon gelesen, oder nicht? Der Kaffee hier ist aus Kaffeebohnen von Il Capo zubereitet. Eine frische Lieferung von Bayer Catering. Sieht aus, als hätten sie noch nicht lange geöffnet. Ich habe keinen Appetit. Der DC ist eine authentische Kaffeebar und ein Szene-Treffpunkt. Wenn ihr das sagt... Tja, sie sitzt immer noch da rum. Hafen Port Nicola. Gegründet 1768. Der Kartenleser kontrolliert das Tor zur Schiffswerft. Tja, aber es bringt uns ja alles nichts. Ja, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, dass wir dann erstmal hier einen kleinen Cut machen. Wundert euch übrigens nicht. Ich werde wahrscheinlich vorher den Cut ein bisschen anders gesetzt haben, weil das thematisch einfach besser zusammenpasst. Diesen Teil mit dem Bestohlen werden, das war ein bisschen sehr lange und hat auch viel länger gedauert, dieser ganze Part, als ich vorher gewusst hatte. Und ich denke mal, dass ich das dann alles zusammen in dieses Video reinschneide. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Deswegen wundert euch nicht, wenn da jetzt irgendwo ein komischer Cut ist oder so. Ja, aber hier müssen wir echt nochmal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie wir das mit dem ganzen Kram hier machen können. Fotos entwickeln. Also ich glaube, sie hatte gesagt, sie hatte... Nee, Moment, wir haben... USB-Stick? Haben wir nicht einen Film bekommen zum Entwickeln? Der USB-Hacker-Stick, den Halliwell mir gegeben hat. Ich wusste nicht, dass sie eine Cyberkriminelle ist. Ah, Moment, oder können wir das hierfür benutzen? Damit gehe ich lieber vorsichtig um. Halliwell hat gesagt, er wäre illegal. Ja gut, okay, war jetzt nur so eine Idee. Spontan. Na gut, dann würde ich aber trotzdem sagen, wie gesagt, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge mal schauen... Boah, ich weiß nicht, dass wir mit den Leuten vielleicht nochmal reden, vielleicht nochmal in die Bibliothek gehen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir auch nochmal anklopfen bei dem Fototypen. Der hat sich zwar darüber beschwert, dass nichts angekommen ist, aber vielleicht können wir nochmal mit dem reden. Und er sagt uns dann, wie man Fotos entwickeln kann oder so. Das ist jetzt so die einzige Aufgabe, die wir haben. Oder die zwei Aufgaben halt. Die Fotos zu entwickeln und irgendwie Zugriff hier zum Hafen zu bekommen. Also beziehungsweise hier zu dem Bereich hier. Deswegen, ja, schauen wir mal, was noch draus wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!